Technikplauderei Teil 8, mein Cage inklusiv Zubehör für die Fujifilm XH2S. Ja, ich weiß, im letzten Teil habe ich gesagt, dass es bei dem einen Beitrag zu Fujifilm XH2S bleibt. Im Prinzip stimmt das auch, weil es ja heute eigentlich nur um Zubehör geht. Dennoch möchte ich eine kleine Ergänzung zum Ersteindruck nennen. Na, sagen wir einfach mal, ein Versäumnis vom letzten Mal. Ich habe ja ziemlich geschwärmt von meiner tollen neuen Kamera. Trotzdem muss ich dir unbedingt von einem Manko berichten, was ich in meinem ersten Videoversuch nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Für mich ist ja das Wichtigste, dass der Augenautofokus perfekt funktioniert. Deshalb habe ich auch nur diesen Bereich wirklich intensiv getestet. Dabei ist mir entgangen, dass, und das haben auch schon einige YouTube-Kollegen bemängelt, man für das Objekt-Tracking nicht einfach mal manuell auf das Display klicken kann, um ein Objekt auszuwählen. Ja, Beispiel, ich möchte als Gitarrist dem Zuschauer im Video einen bestimmten Griff zeigen. Das kann ich natürlich nur dann machen, wenn dieser Griff, den ich hier zeige, auch scharf ist. Also möchte ich auf diesen Griff klicken, auf dem Display und mich dann bewegen können und die Kamera sollte das dann tracken können. Das funktioniert nicht. Also zumindest, vielleicht könnt ihr mich belehren, ich habe es nicht hinbekommen. Grundsätzlich werden meine Augen gefunden. Ja, ich weiß, ich kann den Augenautofokus ausschalten. Ich kann zum Beispiel Objektverfolgung machen für Autos, für Tiere, für alles Mögliche. Aber ich kann nicht selber den Trackingpunkt bestimmen, der dann verfolgt wird. Interessanterweise funktioniert es sehr wohl im Fotomodus. Perfekt eigentlich. Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Ich finde, das ist wirklich ein No-Go und ich hoffe sehr, dass sowas in Form eines Updates noch behoben wird. In der Preisklasse finde ich das schon wirklich krass, auch wenn es bei meinen Anwendungen keine wirkliche Relevanz hat, denn ich bin ja kein Gitarrenlehrer. Ja, okay, trotzdem soll es funktionieren. Nein, deshalb werde ich die Kamera auch nicht zurückschicken. Nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil ich sie trotzdem super finde. Mein Name ist Frank, ich bin Fotograf, Videograf und Musiker. Heute soll es nun um meine persönliche Peripherie gehen, die meine XH2S ergänzt. Schwerpunkt Cage inklusiv Zubehör. Sowas hier. Also, wenn es dich interessiert, bleib einfach dran. Während des Intro, Like und Abo natürlich nicht vergessen, noch besser auch einmal auf das Glöckchen klicken, dann verpasst du auch nichts. Schön, dass du noch online bist. Auf meinem Schreibtisch liegt heute so einiges rum. Ich switche einmal kurz. Also ich meine, das hier alles, das interessiert heute nicht. Ich versuche das einmal so übersichtlich wie möglich zu präsentieren. Wenn ich eine neue Kamera kaufe, mit der ich auch filmen möchte, bestelle ich grundsätzlich auch ein Cage dazu. Ja, man kann auch ohne Cage aus der Hand filmen oder man benutzt einen Gimbal, dazu später aber mehr. Ein Cage schafft mir die Möglichkeit, zum einen meine Kamera wesentlich komfortabler in verschiedenen Positionen zu halten bzw. zu führen. Der aber weitaus wichtigere Grund ist, ich habe jede Menge Möglichkeiten, Peripherie unmittelbar an der Kamera praxistauglich zu fixieren. Denn die Aufnahmebereitschaft des Blitzschuhs ist doch extrem begrenzt und kann bei zu hoher Belastung auch schnell die Kamera beschädigen. Was gehört also zum Bereich der Peripherie? Für mich ist das Wichtigste, dass ich einen externen Monitor und ein externes Mikrofon befestigen kann. Gerade outdoor hat man mit einem Kameradisplay kaum eine Chance, auch nur ansatzweise professionell zu filmen. Gleiches gilt für das Audiosignal. Auch wenn die internen Mikrofone der Kameras teilweise schon sehr ordentlich klingen, werden sie niemals ein gutes externes Mikrofon ersetzen können. Ich blende dir einmal zwei typische Bestückungen ein, mit denen ich so losziehe. Variante 1, das kleine Besteck mit Monitor und DJI-Mic.
Dazu habe ich einfach nur den Funkempfänger des DJI Mic auf den Coldshoe-Adapter geschoben und gehe damit direkt in die Kamera. Bei wichtigen Projekten sieht es dann so aus, dass ich den Ton auf einen externen Field Recorder aufzeichne, den du in diesem Bild siehst. Dazu habe ich nochmal einen Coldshoe-Verteiler benutzt, den zeige ich später noch aus der Nähe, sodass ich sowohl Mikrofon als auch Field Recorder nebeneinander installieren kann. Ich weiß, das sieht schon ein bisschen tricky aus, ist aber letztlich doch sehr komfortabel und vor allem funktional. Beim Schnitt kann ich dann den aufgezeichneten Ton ganz einfach mit dem Audiosignal der Kamera synchronisieren und komme so zu einem richtig guten Ergebnis. Wenn dich der Field Recorder interessiert, in meinem Fall ist es der Tascam Porter Capture X8, findest du auch ein Video dazu in meinem Kanal. Leider habe ich mich hier mit der YouTube-Technik allerdings noch nicht hinreichend beschäftigt, deshalb weiß ich gerade nicht, wie ich den Link einblenden kann. Ärgert mich jetzt. Schande über mein Haupt. Ich gelobe Besserung. Okay, du kennst dich mit Sicherheit besser mit diesen Sachen hier in YouTube aus. Du wirst es schon finden. Zurück zum Cage. Schauen wir uns einmal genauer an, was das eigentlich überhaupt ist. Ja, auf dem Foto hast du ja schon das zusammengebaute Rig gesehen. Hier habe ich einmal alles abgemacht und das ist jetzt der Cage für die XH2S. Ich habe mich immer noch nicht an diesen Namen gewöhnt, aber so langsam wird's. So ein Cage ist einfach der Ergonomie der Kamera angepasst und hier kann man die Kamera reinstecken und dann wird sie fixiert über das Stativgewinde. Sinnigerweise hat SmallRig von der Firma dieses Cage ist, auch einen Schraubendreher mit dazu geliefert. Und so kann man das jederzeit auch unterwegs einmal nachziehen oder auch entfernen. Und das hält hier mit einem Magnet unter dem Cage. Ja, so ein Cage ist nichts anderes als ein Metallrahmen, der sich eben um die Kamera schmiegt. Und das Tolle daran ist, ach so, eines sollte ich noch erwähnen, sehr sinnig mitgedacht, hier kann man noch eine Klappe öffnen. Das ist dafür, dass man die Klappe der Kamera für die Batterie ohne Probleme öffnen kann. Und dann schließt man es einfach wieder. Ja, also wir haben hier einige Gewinde an den Seiten obendrauf. Und das Cage alleine ist jetzt zunächst noch nicht so der Burner. Außer dass die Kamera ein bisschen geschützt ist vielleicht. Interessant wird es jetzt, wenn ich die Komponenten, die du gerade schon gesehen hast, anbringe. Da habe ich mich zum Beispiel für so einen Griff hier entschieden, weil ich zusätzlich einen Coldshoe-Adapter dazu gewinne und noch viel mehr Halt in die ganze Geschichte bekomme. Das setzt man dann einfach hier an der Seite an und kann das ganz simpel befestigen. Einfach ist immer wichtig für mich zumindest. Das geht nicht nur an der linken Seite, sondern auch an der rechten Seite, wie man es denn haben möchte. Ich habe mich für links entschieden, weil rechts ohnehin der Kameragriff ist und da habe ich einen ganz guten Halt. So habe ich auf beiden Seiten eine super Führung. Also ich finde das schon mal von der Griffigkeit sehr, sehr gut. Ein kleiner Nachteil ist die Befestigung links, denn ich habe auf der linken Seite an der Kamera ja die Klappen mit den Öffnungen für die Kabel, also HDMI, Mikrofonkabel und so weiter. Dann gibt es hier noch so ein Zusatzteil, das ich mir hätte sparen können. Vielleicht brauche ich es doch nochmal. Und zwar ist das eine Zugentlastung für die Kabel. Das könnte man statt des Griffes nun hier befestigen. Aber da der Griff nun mal dort ist, hat sich das erledigt. Gut, aber das solltet ihr wissen. Einfach wenn ihr das hinzukauft, um die Kabel zu sichern, dann geht der Griff natürlich nicht an der linken Seite, dann müsst ihr den an der rechten Seite befestigen. Das dazu.
So, noch ein ganz wichtiges Teil ist dieser Top-Handle-Griff. Ich zeige das mal hier von der Seite. Hier haben wir auch wieder einen Imbusschlüssel, womit man das Wichtigste bedienen kann. Und hier habe ich schon draufgesetzt den Adapter. Das mache ich nochmal auf. Alles sehr leicht zu handeln. Dieser Adapter ist nun später für den Monitor. Den kann man darauf befestigen. Man schiebt das einfach drauf und sichert hier nochmal mit diesem roten Hebel. Da gibt es auch verschiedene Ausführungen. Ich zeige dir nochmal das Rack hier von der Canon. Da habe ich einen anderen Monitor-Adapter drauf. Aber letztendlich ist die Funktion ja nur entscheidend. Gut. Den Griff machen wir einfach mal hier oben auch fest. Hier haben wir zwei Führungsstifte und dann geht man mit der Hauptschraube hier in den Cage. Okay. So, jetzt muss man seine Fantasie ein bisschen spielen lassen. Ich will den Zoom einmal ein bisschen weiterfahren. So kann man es besser sehen. Okay. Das ermöglicht mir jetzt nicht nur die Kamera so zu halten, sondern auch so. Und ich habe hier wirklich eine ziemlich gute Führung, wenn ich denn auf den Monitor gucke und ich kann die Kamera auch sehr tief über dem Boden führen und ziemlich gut handeln. Wenn man diesen Monitoradapter nicht benötigt, stehen einem auch vorne und hinten jeweils wieder Cold-Shoe-Adapter zur Verfügung. Achso, vielleicht eine Geschichte noch. Ich habe mir so einen, auch von Small Rig, einen Universal-Imbus-Schlüsselsatz geholt. Nicht nur Imbus-Schlüssel, da ist auch für diese breiten Schrauben so ein breiter Schraubendreher dran. Ich finde das ganz praktisch und sieht sogar noch schick aus. Okay. Ja, jetzt habe ich ja vorhin schon zwei verschiedene Konfigurationen gezeigt. Ich blende das nochmal hier kurz ein im Bild. Die einfache Geschichte, da habe ich dann einfach hier vorne das DJI-Mic, den Sender, befestigt. Ich könnte den natürlich auch in diesem Cold-Shoe-Adapter befestigen. Ich bin da sehr flexibel. Und um das große Rig zu bedienen, habe ich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, diesen Cold Shoe Adapter Verteiler, wenn man das so nennen kann. Also, hier ist der erste Satz, mit dem ich dann hier auf den Griff gehe. Du siehst, auch hier wieder sehr schnell befestigt und schon kann ich hier zum Beispiel das Mikrofon befestigen und hier den Field Recorder. Vielleicht noch als letztes die Information. Hier haben wir eine Schiene und damit ist das ganze Rig auch Arca Swiss kompatibel, wenn man es denn mal auf einem Stativ in der ganzen Montur befestigen möchte. Ich hätte noch was vergessen, das ist dieses Teil hier. Das kann man so auseinanderziehen und eine Powerbank da reinstecken. Ich dachte ursprünglich mal, es wäre eine ganz gute Idee, mit einer Powerbank die Kamera auch noch zu versorgen. Ich habe aber festgestellt, dass ich mit dem Akku in der Kamera sehr gut zurechtkomme, da ich keine Spielfilme drehe, sondern immer nur kurze Videosequenzen, was es mir erlaubt, dann auch einmal, wenn es denn sein sollte, den Akku auszutauschen. Über die Vorzüge von einem Cage habe ich jetzt genug erzählt. Es gibt aber auch Nachteile, nämlich zum einen, dass das Gewicht der Kamera doch um einiges erhöht wird und die Bedienung auch komplexer wird, weil man sich um einige Komponenten mehr kümmern muss. Liegt in der Natur der Sache. Wie immer kommt es auf den Einsatzzweck an. Ich hatte zum Beispiel am letzten Samstag ein Street-Shooting mit einem sehr hübschen Model. Da ich bei solchen Aufgaben fast immer alleine arbeite und der Fokus ganz klar bei den Fotos liegt,
habe ich für meine Videoarbeiten, die nur ein bisschen Making-of für Instagram-Reels zeigen sollten, weder Cage noch Gimbal verwendet. Lediglich das Audiosignal habe ich mit dem DJ-Mic aufgezeichnet. Beim Fokus eher auf Video benutze ich einen Gimbal, besonders dann, wenn Ruhe und Zeit für alle möglichen Einstellungen vorhanden ist. Der Cage kommt bei mir zum Einsatz, wenn ich mich selber nicht viel bewegen muss, aber dennoch schnell wechselnde Situationen geswitcht werden müssen. Oder anders gesagt, wo Action gefragt ist. Zum Beispiel bei einem Live-Konzert einer Band. So ganz verallgemeinern kann man das alles natürlich nicht. Am besten man ist mit so vielen Leuten am Set, dass man alle Varianten gleichzeitig einsetzen kann. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für alle diejenigen, die sich bisher noch nicht so intensiv mit dem Thema befasst haben. Wie immer findest du Links zum genannten Equipment in der Videobeschreibung. Wenn du über diese Links bestellst, kannst du meinen Kanal mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Am Preis für den Artikel ändert sich dadurch natürlich nichts. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und klicke einfach auf Abonnieren, wenn du noch weitere Videos von mir sehen möchtest. Ciao, bis dann.